Wir sollten ein Limit für 2 Gäste pro Session setzen. Ich bin kein Gast. Du bist ein Gast. In diesem LPD bist du Gast. Ja! Sind wir jetzt Stammspieler? So, ich habe. Ich dir das mal zeigen, die wirst du mögen, die Handytasche. So. Cool. Ist besser, weil du die Erde und dann. So, dann gucken wir mal, dass wir hier die Minecraft-WT mal mit Handy anmachen. Oh Gott, mein Akku sieht scheiße aus. Also ich hab jetzt hier schon, ne? Hast du die Goldmine? Ja, aber nicht so viele, ich muss noch welche machen. Ja. So. Genau, Bibliothek kommt nach oben. Hier. Mhm. Huch. Und Weinkeller kommt theoretisch auch nach oben, aber es gibt ja, weiß ich nicht, wie man Weinkeller machen sollte. Obwohl Weinkeller ja eigentlich Keller sind. Ja. Ja, die Fässer und so, das kann ich schon. Ich hätte auch wieder Bock, ein bisschen rumzureisen, ne? Aber ist wie viele. Naika, wie viele Dings hat das? Stockwerke. Hä? Ach so, weiß ich nicht. Aber warum bumsen die nicht? Ah, doch, die machen da. Oh, guck mal, da ist ein Fohlen rausgeploppt. Plopp! Aber das hier vorne, das hat keinen Bock gehabt. Was? Du hast keine Lust? Jetzt muss Tani jetzt erstmal reiten. Böses Pferd, ich reite dich jetzt. Verdammt. Fail. Oh nein, sie ist drüber gekommen. Ich glaube, wir bauen noch eins tiefer. Da ist ein Zombie. Ich war geschickt, auf einer Insel das zu machen, wenn Pferde auch so gut schwimmen können. Ja. Mhm. Deswegen ist der Ausgang hier vorne. Ich muss ja Dings noch reintun, Boden. Ja. Steinboden, ne? Mhm. Ja, jetzt hör mal auf, da die Fackel wegzumachen. Deine Mutter macht immer die Fackel weg. Nee. Der Beatgame-LP macht immer die Fackel weg. Also sowas, Tobi. Ja, Tobi. Was hat mir letztens gesagt, wir haben unseren privaten Tobi? Ja. Unseren eigenen Tobinator. Warum sind hier so viele Schafe und ein Hühnchen zusammen drin? Okay. Das sind merkwürdige Schafe, wenn sie auf Hühnchen stehen. Ja. Geben seine Vorsicht. Tani, was machen wir jetzt? Ich hab Bock, das zu bauen. Ich will einmal ganz kurz bei den Jungs vorbeischauen. Ja, komm, ich mach mit. Wo bist du denn? Bei der Turm und so. Ich komm auch zu der Turm. Alter. Ich bring mal Essen für euch mit, ne? Weil ihr immer am Verhungern seid. Ja, das ist nett. Hallo? Hier ist Essen. Oh, ich muss niesen. In mir. Also, es war schon in mir, aber es sollte immer noch gut sein. Ekelhaft. Oh, guck mal, ich mache hier den Ofen Crafting Table nur mal so für die Baumaßnahmen. Ja. Seid ihr da unten? Ja. Hat jemand Kohle mit? Nö. Nee. Dann muss ich doch nochmal. Hier oben müssen wir aber auch noch ein bisschen verschönern. Sieht ja voll kacke aus hier. Mit dem Weg. Wow. Hä? Ist ruhig. Welcher Weg sieht das aus? Warte, da geht's nicht raus. Warte, hier, ich geb dir erstmal Essen. So die Hälfte. Ach, danke. Tani, bist du mit dem Pferd hier? Ja. Krieg ich das Pferd mal schnell? Da kann ich ganz schnell. Ja, du kriegst so ein bisschen Schaden, wenn du durch die Türen läufst, also wunder dich nicht. Ja. Au, 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 au. Wie er so aufblinkt. Oh, ich liebe die Pferde. Was ist denn jetzt mit Marius? Ja, wo ist denn Marius? Der ist eben die Sau. Ich wollte dir noch Essen geben. Packst du einfach eine Kiste rein oder haben die ja schon wieder keine Kiste? Haben die denn eine Kiste? Weiß ich nicht. Wir brauchen gerade kein Holz mit. Ja, der ist eben vom Server gegangen. Ich freue mich auf meinen neuen PC. Was? Hier, gib das dem Marius, wenn er kommt. Der war nicht hier, der ist wie gesagt raus. Ja. Und vor langer Zeit. Gar nicht mitbekommen. Was macht der Eisengolem denn hier? Beschützt. Der wurde runtergeschubst. Der Arme. Der beschützt uns. Hallo. Ja. Und das sah ungefähr so aus. Naika hat das Spiel betreten, Beatgame hat das Spiel betreten. Hey, hallo.
Beatgame wurde zu Nika teleportiert. In Your Face hat das Spiel betreten. Verlassen, betreten. EWASD. Verlassen, betreten, verlassen, betreten, verlassen, betreten. Viel aus zu großer Höhe. Versucht in Lava zu schwimmen. In Your Face wurde zu Nika teleportiert. Hat das Spiel verlassen. Okay. Stirbt ganz schön auf. Zweimal. Ach ja, Tobi, du musst noch deine Burg auf jeden Fall weitermachen. Ja, ja, ja. Das mache ich dann noch. Wollte ich nur noch mal. Na, habe ich noch nicht vergessen. Gut. Sagte er und verließ das Spiel. Ich glaube, ich baue hier ein Haus hin. So ein Wohnhaus. Ach Mann. Weil wir haben hier ganz viele Sachen, wo Leute arbeiten können. Ich meine, die Schmiede, da ist ja ein Bett drin. Aber im Gasthaus sind auch keine Betten. Tani, wir müssen Betten bauen. Was? Ein Gasthaus ohne Bett? Ja, sag das mal dem Nox. In dieser schäbigen Abstiege steige ich nicht ab, weil sie ist zu schäbig. Schäbisch. Ja, wenn ich auf Brot schlafen muss. Die Gaststätte hat übrigens noch gar keinen Namen. Vielleicht sollten wir den Nox mal fragen. Goldener Schwengel. Der Goldener Schwengel ist da das Restaurant da hinten schon. Ach so, die Taverne. Das Gasthaus. Ja. Lass mal kurz in den Schwengel rein. Hat die Dings? Hat Dings? Die Kirche schon einen Namen? Nö. Sankt Johannes. Stimmt. Oder Sankt Hannes. Ja, ich würde Johannes machen, weil... Ich dachte, das soll die Atheisto-Kirche sein. Ach, die Kirche des großen Atheisto! Ja. Warum ja. nicht? Warum nicht? Oh, Atheisto, errette uns vor allen Religionen. Ja. Und an Kirchen stehen auch eigentlich gar keine Namensschilder dran, oder? Warum sitzt hier ein Hund hin? Warum nicht? Am Kölner Dom steht das bestimmt meine. Auch ein Dom. Oder? Am Meißner Dom. Meiner sein. Ja. Hallo, der trauert über sein verstorbenes Frauchen. Oder so. Das ist meine? Ja. Ja. Meine Burg. Sie steht noch. Das ist ja dreimal gesprengt worden, aber sonst. So, also Tani, dein Pferd steht vorm Keller. Was war die Burg nochmal? War die aus Stein? Ja, aus Holz. Ha, Holzburg, ja. Wird das so ein Kinderparadies, so ein Kindergartenparadies, wo man Kinder abgeben kann? Also zwei zum Beispiel. Ja. Hallo, ich bin doppelt so alt wie ihr alle zusammen. Das heißt noch lange nicht, dass du erwachsen bist. Also wie alt warst du nochmal, Tobi? 15. So, und dann 15 mal 2 sind schon mal 30? Ja. Oh, und dann noch wir, Tani. Und das Doppelte davon? Dann das ist ja schon über 100 Freund. Jahre alt, der alte Sack. Ja. Und er ist dein Es Freund. Ist Gandalf. Flieht, ihr Narren! Eilt euch, Hobbits. Also ich möchte jetzt hier gleich ein Haus hinbauen. Wollen wir das so drinnen lassen? Baust du eins daneben Tobis Burg? Ja. Das möchtest du drin lassen? Ja. Die nehmen wir dann aber hier raus wieder. Ja, die kommen da raus. Ja. Dann lass mal ein Material. Ich würde so sagen, die Wand reicht erstmal so. So ziemlich, ne? Und jetzt muss lass das alles die, in die Tiefe rein. Nehmen. Ja. Also hier so. Achso, hast du schon den Weg gesehen, den ich hier zu Nox Building da gemacht habe? 1, 2, 3, 4. Es wird sehr hoch. Aber ich komme mal mit. Obwohl es alles passt, wenn der Boden reinkommt. Das ist eine schöne Idee. So, ja. Der Boden muss hier genau. Machen wir auch hier mit dem Ziegelstein, ja, ne? Alles. Alter, nur jetzt ist die Frage, ist das breit genug? Das darf auch nicht zu breit sein, sonst... Was denn noch so teilweise hinklotzt? Ja, ne, einfach so, der war voll schnell fertig. Ich kann nicht bauen! Ja. Auf jeden Fall, wir dürfen das nicht zu breit machen, sonst kommen die Fackeln vor den Wänden. Weil ich wollte nur welche an den Wänden machen. Mhm. Nicht mehr bis zur Mitte und dann spawnen hier Viecher. Mach doch eine Säule in der Mitte. Weißt du, was cool wäre, wenn Nox hier Weiß ich von dieser Erhebung ist, die Betten hinmacht? Ja. Hier. Ich weiß. Hier ist nur noch eine Lore. Was? Nox ist schuld. Was kommt denn hin? Oh, es hat eine Schaufel. Yay, Schaufel. Das ist ein Ocelot. Geräusche sind heute wieder sehr laut. Aber würde ich mich nicht mit den Gästen unterhalten, würde ich auch nicht reden und würde ich auch nicht stören.
Oh, sei. Ich hab sie gehört. Was? Schiengeräusche gehört. Hier hängt immer noch Ärger an der Decke. Ich bin eh gerade in der Bahn und gehe, also ich mach die auch weg. Ja, gut. Ich hab doch letztens alles weggemacht. Ja, aber Nox hat wieder alles hingebaut. Er hat sich dann gewundert, warum er in der Bahn stirbt. Oh, der ist so blöd. Der Nox. Das macht so Spaß, ihn zu ärgern. Was brätst du eigentlich? Stein. Okay, Bratstein. Mh, lecker gebratener Stein. Haben wir nicht hier oben noch voll viel? Oh, das kommt in mein Müsli. Das ist schön crunchy. Ja, crunchy. So, auf jeden Fall, wie breit dachtest du jetzt? Das sind jetzt hier 3, hier sind es 4, da muss auf der Seite noch einer raus. Und dann reicht das, glaube ich, dann ziehen wir das nur noch ein Stück in die Länge und dann... Okay. Mache ich ein paar coole Säulen rein. Was, ein paar coole Säulen? Säulen? Ja, aber auf... Lecker, coole Säule, da weißt du, was das heißt. Auf der Breite bedeutet, Säulen, ne? Meinst du? Schnitzel. Oh, lecker. Also es geht dann noch ein Stück in die Tiefe. Ja, ja. Also in die Richtung. Aber weiß ich nicht, wenn wir die Säule in die Mitte schnitzen, weißt du, was ich meine? Na, also die erste würde 1, 2, 3, 4. Ich glaube, Tani ist verliebt. 5. Nein. Ja. Jetzt, wo du das Bild von ihm gesehen ja, hast. Ja, da musst du gucken, wie viel rechts und wie viel links Platz. Momentan haben wir es aber. Weißt du, was ich meine? Ne? Das ist nicht mehr so viel. Ja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Boxy ist mir leider ein bisschen zu jung. Tja. Und du meinst echt eine Säule in der Mitte? Also heirate ich irgendwann einen Grund. Ja, ja. Der Arme. Glaubst du da immer noch dran? Nein. Das wird schon. Das ist nur Spaß. Die Wand so. Muss noch eins hinter. So, dann sehen wir uns beide ja. Jahre später. Ja, ich bin jetzt die Frau Range. Ja. Er ist zwar schon tot, aber... Er ist schon tot. Er hat mir sein Erbe vermacht. Sein Channel. Seine 2 Millionen Abonnenten. Ja, aber dann wahrscheinlich schon 6 Millionen. Seine Firma. So viel kriegt er nicht mehr. Wir haben einen Sohn. Und eine Tochter. Ja, ist klar, Tani. Ist klar. Krokodine. Die Tochter sieht aus wie ich. Kinder. Ja, nee, warum? Dann könnt ihr ja eure Kinder Gronk und Tani nennen, weil das sind ja nicht eure echten Namen. Stimmt. Nee, so nennen wir Gregor. Ja. Gregor, genau. Gregor Onk. Ja, Onk ist der zweite Name, ne? Ja, ja. Ich glaube. Scheiße, lass ihn uns Gregor nennen. Das ist eine fabelhafte Idee. Oder die Idee, ja. Eine formidable Idee. Tanja, ey. Aber ich wette, ganz viele Leute glauben auch, dass wir das wirklich denken, dass das passiert. Ja, ich bin runtergefallen. Sag doch. Tani, ich möchte dich ja das fragen, was ich Naka schon oft gefragt habe. Bist du besoffen? Ja, das fragt er mich jedes Mal. Ja, aber ohne Alkohol. Liebestrunken, ne? Frag dir mal. Naka, ja, bist du besoffen? Vielleicht liegt es auch an den Gasen, die mein Hund ab und zu absondert. Ich weiß ja nicht, was für Gase das braucht, aber... Oh, da verlierst du alle deine schönen Haare. Wenn du das schon andeutest, dann muss das echt ein Hund sein, den solltest du am besten in einen Raum packen und Eintritt von Junkies verlangen. Also ich glaube, im Zweiten Weltkrieg wäre er sehr nützlich gewesen. Dann war ihn auch für die Zombie-Apokalypse. Aki? Wir müssen die Zombie-Apokalypse überleben. Geil, er hebt dann. Nein, nicht überleben. Ich meine, es tötet Menschen. Ihr müsst erstmal. Ihr müsst erstmal bis zur Zombie-Apokalypse überleben. Ihr müsst erstmal warten, bis sie kommen. Ja. Pass mal auf, Maika, er hat eben den Kopf geschüttelt. Er hat eben den Kopf gehoben und geschüttelt. So, nee. Und dann wieder hingelegt. Was willst du? So, braucht noch irgendwer irgendwas? Oh ja. Was ist irgendwas? Ja, irgendwas aus dem Lager. Kohle, Essen, Manieren. Manieren werden schlecht. Sie werden echt gut. Okay, Mutti, komm, dann erzähl dich. Warte mal. Komplette Diamantausrüstung verzaubert. Oh ja. Volle Verzauberung mit 30 Leveln. Ein Traum. Deine Mutter ist ein Traum. Ja, das auch.
Ich hab's heute irgendwie mit diesem Spruch.